Wir müssen über unkonventionelle Lösungen nachdenken. Es gibt eine Sache, vor der Russland Angst hat, und das ist die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte, die wir derzeit haben. Wir haben in Estland eine Lösung ausgearbeitet, ein Gesetz, wie wir das machen können. Im Grunde genommen, um es mal kurz zu erklären, es ist klar, dass Russland der Ukraine durch die Kriegsschäden, die es anrichtet, einen Schaden zufügt. Die Ukraine hat also einen legitimen Anspruch gegenüber Russland. Nun haben wir eingefrorene russische Guthaben. Also hat Russland eine legitime Forderung an uns. Wenn wir diese beiden Forderungen begleichen, können wir der Ukraine das Geld geben. Es geht also darum, dass unsere Steuerzahler nicht für den Schaden aufkommen sollten, den Russland anrichtet. Aber auch Russland sollte zahlen und für seine Taten verantwortlich gemacht werden. So Russia should pay and be responsible and accountable for what they have done.